Am 1. März gingen wieder viele Menschen aus Sorge um das Klima auf die Straße. Die Ursache für zunehmende Dürren, langanhaltende Hitze, Überschwemmungen, Baumsterben, Artensterben und so weiter sehen viele in der Erderwärmung durch zu hohen CO2-Ausstoß. Andere Ursachen werden weitgehend ausgeklammert, sie seien unwissenschaftlich. Die Wissenschaft sei sich zu 97% einig zum CO2-verursachten Klimawandel. Doch woher kommt diese Zahl? Im Folgenden sehen Sie die gekürzte Fassung der Sendung 97% Einigkeit unter Wissenschaftlern zum menschgemachten Klimawandel. Fakt oder Fake? Erstens. Die Analyse der wissenschaftlichen Arbeiten zum menschgemachten Klimawandel von John Cook et al. Unter der Lupe. Es handelt sich um die Arbeit Quantifying the Consensus on Anthropogenic Global Warming in the Scientific Literature von dem Kognitionspsychologen John Cook aus dem Jahr 2013. Eine sogenannte Meta-Analyse. Cook und seine Mitarbeiter haben darin 11.944 Studien zum Thema Klima und Umwelt aus den Jahren 1991 bis 2011 daraufhin untersucht, ob die Autoren dem Menschen die Schuld am Klimawandel geben oder nicht. Und als Ergebnis hat Cook präsentiert, dass sich 97% der Studien und Arbeiten einig wären, dass der Mensch an allem schuld sei. Die Wahrheit aber ist, es sind ganze 0,54% der Arbeiten der Meinung, dass der Mensch auch nur zumindest 50% am Klimawandel schuld ist. Wie kann nun John Cook im Ergebnis zu einem Anteil von etwa 97% Zustimmung kommen? Schließlich hat er selbst doch in der Zusammenfassung seiner Analyse, dem sogenannten Abstract, geschrieben, dass von allen untersuchten Studien 66,4% gar keine Stellungnahme zur These des menschgemachten Klimawandels enthielten. Bei genauer Analyse seiner Studie stellt man fest, schon die Einteilung, die Cook vorgenommen hat, war manipulativ. Anhand der Frage, ob darin Stellungnahmen zur These des menschgemachten Klimawandels abgegeben wurden, sortierten Cook und seine Mitarbeiter die knapp 12.000 Arbeiten in 7 Kategorien ein. Kategorie 1 lautete, der Mensch sei zu über 50% für den Klimawandel verantwortlich. Kategorie 2 machte zwar den Menschen verantwortlich, legte sich aber nicht darauf fest, wie stark der Mensch das Klima beeinflusst. Kategorie 3 machte den Menschen wenigstens ein bisschen verantwortlich. Kategorie 4 äußerte sich nicht zum menschlichen Einfluss auf das Klima. Kategorie 5 sprach sich eher gegen den menschlichen Einfluss aus. Kategorie 6 sprach sich etwas deutlicher gegen den menschlichen Einfluss aus. Kategorie 7 sprach sich gegen den menschlichen Einfluss aus und sagte, der menschliche Einfluss liege bei weniger als 50%. Man sieht also, dass es eigentlich nur 3 Kategorien geben dürfte. Kategorie A, der Mensch ist zu über 50% verantwortlich. Kategorie B, keine Angabe über den menschlichen Einfluss. Kategorie C, der Mensch ist zu weniger als 50% verantwortlich. Wenn sich aus einer Arbeit nicht ableiten lässt, ob der menschliche Einfluss bei über oder unter 50% liegt, dann trifft diese Studie keine klare Aussage und gehört eigentlich in die Kategorie keine Angabe. Da die übrigen 4 Kategorien ohne klare Prozentangaben sind, kann man hier alle Arbeiten mit unklaren Aussagen nach Belieben einsortieren, was der Manipulation Tür und Tor öffnet. Kommen wir aber nun zu den Ergebnissen und zu den mathematischen Tricks, die aus 0,54% am Ende 97% gemacht haben. Hier sind die Rohdaten der Cook-Studie, die übrigens in Cooks Meta-Analyse gar nicht enthalten sind. Man muss sie sich erst mühsam zusammensuchen. Kategorie 1, 64 Arbeiten, also 0,54%. Kategorie 2, 922 Arbeiten, also 7,72%. Kategorie 3, 2910 Arbeiten, also 24,36%. Kategorie 4, 7970 Arbeiten, also 66,73%. Kategorie 5, 54 Arbeiten, also 0,45%. Kategorie 6, 15 Arbeiten, also 0,13%. Kategorie 7, 9 Arbeiten, also 0,08%.
Cook ließ nun einfach alle Studien unter den Tisch fallen, die keine Stellungnahme enthielten. Und das waren 7.970 von insgesamt 11.944, also 2/3 aller Arbeiten. Cook hat also in Wahrheit nur 1/3 aller Daten verarbeitet. Aber auch dann sind ja immer noch nur 64 von 3.974 übrig gebliebenen Untersuchungen der Meinung, der Mensch sei zu über 50% für den Klimawandel verantwortlich. Nun fasste Cook auch noch die Kategorien 1, 2 und 3 zu einer zusammen und nannte diese Zustimmung, obwohl sie aus unterschiedlichen Graden der Zustimmung bestanden. Von Ja über 50% Anteil über Ja ohne Mengenangabe bis zu einem implizierten, stillschweigenden Ja. Das wären dann 3.896 Arbeiten insgesamt, die dem Menschen die Schuld geben. Und die 78 Arbeiten, die man in die Kategorien 5 bis 7 einsortiert hat, bestreiten das. Das ist dann aber insgesamt nur ein verschwindend geringer Prozentsatz. Und so kommt man auf 3.896 Arbeiten mit Zustimmung aus den insgesamt noch übrigen 3.974 Arbeiten und das ergibt dann 97%. Dabei enthielten ursprünglich nur ganze 64 Studien eine ausdrückliche Zustimmung zur These vom menschengemachten Klimawandel und das waren 0,54%. Zweitens, Sturm der Entrüstung in der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Angesichts solch dreister Zahlenmanipulationen brach in der wissenschaftlichen Gemeinschaft ein Sturm der Entrüstung los. Die Webseite climatescite.com sammelte ganze 97 Artikel, Medienberichte und Blogbeiträge, die vernichtende Kritik an Cooks Analyse übten. Zitat: Im Folgenden finden Sie eine Liste von 97 Artikeln, die Cooks schlecht konzipierte, schlecht gestaltete und schlecht ausgeführte 97% Konsensstudie widerlegen. Die Tatsache, dass irgendjemand weiterhin solch fundiert entlarvten Unsinn wie Cooks Studie hervorbringt, ist eine Peinlichkeit für die Wissenschaft. Wer sich in diese Diskussionen der Wissenschaftler vertiefen möchte, findet den Link dazu am Ende der Sendung, ebenso zu allen anderen genannten Quellen. Nachfolgend nur einige wenige Beispiele der kritischen Artikel. Bereits am 21. Mai 2013, also 8 Tage nach Veröffentlichung von Cooks Analyse, erschien auf der Seite populartechnology.net ein Artikel mit Stellungnahmen einiger Wissenschaftler, deren Studien in Cooks Analyse verwendet wurden. Sie erklären, dass ihre Arbeiten in falsche Kategorien eingestuft worden seien. Hier zwei Beispiele. Der Geograf Dr. Craig D'Aizzo, Vorsitzender des Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change, schreibt: Es wäre falsch zu behaupten, unser Papier sei eine Befürwortung der CO2-induzierten globalen Erwärmung. Dr. Niels Axel Morner, emeritierter Professor für Paläogeophysik und Geodynamik an der Universität Stockholm, antwortet auf die Frage, ist dies eine genaue Darstellung Ihrer Arbeit? Sicherlich nicht korrekt und sicherlich irreführend. Der Wissenschaftsblogger Anthony Watts berichtete über die oben genannte Studie von Dr. Lee Gates, der Cooks Arbeit wie folgt kommentierte. Es ist erstaunlich, dass irgendein Journal eine Studie veröffentlichen konnte, in der ein Konsens von 97% behauptet wird, wenn der eigenen Analyse des Autors zufolge der wirkliche Konsens weniger als 1% betragen hat. Der niederländische Professor für Klimaökonomie, Richard Toll, ehemaliger Mitarbeiter und dann Kritiker des IPCC, dem Weltklimarat, kritisiert Cooks Arbeit ebenfalls heftig und hebt hervor, dass schon durch die Auswahl der Suchbegriffe wichtige wissenschaftliche Arbeiten nicht erfasst worden seien. Zudem findet es Toll nicht nachvollziehbar, dass von 122 Beiträgen, die er selbst in von Cook unterzeichneten Zeitraum veröffentlicht hat, nur 10 ausgewählt wurden. 5 von diesen 10 ausgewählten Arbeiten wurden außerdem auch noch falsch klassifiziert. Natürlich als Beiträge, die den menschgemachten Klimawandel stützen, nicht als solche, die ihn in Frage stellen, was die Beiträge von Toll aber tatsächlich tun. Nun, einerseits betreibt er aggressives Marketing und kennt sich mit Suchmaschinenoptimierungen aus. Auch die Tatsache, dass Präsident Barack Obama von den zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten ausgerechnet Cooks Studie in einem Tweet zitierte, und zwar nur einen Tag nach Veröffentlichung, spricht für sich. Obama twitterte am 16. Mai 2013, 97% der Wissenschaftler sind sich einig.
Klimawandel ist real, menschengemacht und gefährlich. Dabei spielt er sozusagen stille Post und hat wichtige Informationen einfach weggelassen. Aus den 97% der Wissenschaftler, die überhaupt eine Stellungnahme abgeben, wurden bei Obama pauschal 97% aller Wissenschaftler. Wir erinnern uns, eigentlich hatten nur 33,6% der von Cook untersuchten Studien überhaupt eine Stellungnahme zum menschgemachten Klimawandel abgegeben. Wenn man nun die übrigen 66,4% weglässt und diese 33,6% als 100% derer, die eine Stellungnahme abgaben, setzt, dann waren von diesen wiederum 97% sich einig, dass der Klimawandel wahrscheinlich mehr oder weniger menschgemacht ist oder menschengemacht sein könnte. Aus teilweise menschengemacht wird pauschal menschengemacht. Das klingt dann wie zu 100% menschengemacht und war von einer Gefahr in Cooks Studie überhaupt nicht die Rede. Das hat Obama dazu erfunden. Es entsteht der Eindruck, als ob Cook und seine Mitarbeiter mit allen Mitteln versucht haben, ein bestimmtes vorgegebenes Ergebnis zu erzielen. Und in der Tat gab es schon im März 2012, also noch vor dem Erscheinen von Cooks Meta-Analyse, umfangreiche Pläne für das Marketing durch Pressemitteilungen, Mainstream-Medien, Klimakommunikatoren, Blogger, Klimaorganisationen, Google, YouTube-Videos und mehr. Wie kann man schon Marketing planen, während die Arbeit noch läuft? Und die Tatsache, dass Cook seinen Klimaaktivisten-Blog schon seit 2007 betrieb, spricht dafür, dass das Ergebnis seiner Studie von vornherein feststand. Er schrieb in seinem Forum ganz unverblümt: Wir schlagen die Konsenstrommel oft und regelmäßig. Nun stellt sich die Frage, wer hat ein Interesse daran, die Konsenstrommel oft und regelmäßig zu schlagen? Soll dies vielleicht von anderen Gründen für die offensichtlichen Umweltprobleme ablenken? Sollte das CO2 nicht das Problem sein? Was dann? Wenn Ihnen wirklich die Wiederherstellung unserer Umwelt am Herzen liegt, klammern Sie keine Thesen aus. Prüfen Sie offen und vorurteilsfrei auch die Stimmen zahlreicher anderer Wissenschaftler, die sich gegen CO2 als Hauptursache des Klimawandels aussprechen. In der Langversion dieser Sendung finden Sie dazu wichtige Petitionen, sprich Stimmvereinigungen tausender Klimawissenschaftler. In weiterführenden KlarTV-Dokumentationen erhalten Sie Einblick in andere mögliche Ursachen für Umweltzerstörung und katastrophale Wetterlagen. So verfügt beispielsweise das Militär schon lange über wenig publizierte Technologien zur Wetterbeeinflussung. Von 2005 bis 2008 gab es im öffentlichen deutschen Fernsehen dazu bereits kritische Veröffentlichungen. Diese sind in unserer Zeit so kaum noch denkbar. Sehen Sie dazu folgende Sendung. Warum verschweigen Politik und Medien folgende Fakten? Erstens. NATO-Treibstoffe in unseren Flugzeugen sind schlecht fürs Klima. Darin wurden Aluminium, Barium, Beryl, Blei, Cadmium, Chrom, Kobalt, Eisen, Kupfer, Molybden, Natrium, Nickel, Strontium, Titanium, Vanadium, Zink und Zinn und deren Oxide nachgewiesen. Zweitens, es gibt keine Wettermanipulation. Die UNO hat 1978 ein UN-Abkommen zum Verbot der kriegerischen Nutzung von Wettermanipulation und umweltverändernder Technik beschlossen. Drittens. Es existieren an die 1000 Patente für Technologien zur Wettermanipulation. Diese reichen bis ins Jahr 1892 zurück. Viertens. Mammutbäume in Kalifornien sind bis zu 3000 Jahre alt und sterben jetzt plötzlich ab. Fünftens. Schon 1947 bis 1978 wurden 110 Wettermanipulationsprogramme im Kongress der USA vorgebracht und abgesegnet. Sechstens. US Air Force Dokument aus 1996 besagt, wir besitzen das Wetter bis 2025. In diesem Dokument wird erklärt, wie man dem Feind durch Wetterbeeinflussung schaden und dem Freund helfen kann. Siebtens. Im US-Patent 4686605 wird genau beschrieben, wie man mit Harp-Waffen auch Hitze und Waldbrände erzeugen kann. Achtens. Militärische HARP-Anlagen weltweit können jederzeit Erdbeben, Dürre, Stürme und Überschwemmungen auslösen und zusammen mit Millionen Tonnen Nanococktails sogar ganze Tsunamis.
Nie gehört? Lassen Sie sich nicht von gewichtigen Umweltzerstörern aus dem militärischen Bereich ablenken. Forschen Sie selber nach, wer die eigentlichen Umweltzerstörer und die großen Profiteure der Klimakrise sind. Nur wenn die Menschen das Gesamtbild sehen, lässt sich unsere Umwelt auf effektive Weise schützen.